Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Aquaria. Ja, Anasthi Cave abgeschlossen. Es geht weiter in Open Waters. Erkundungen machen, was hier sonst noch so rumtreibt. Hier ist ja das Race, was ich noch nicht machen werde, weil ich nicht genug Suppe habe. Ich könnte mir irgendwie eine Suppe machen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich eine +2-Suppe irgendwann mal finde. Also +2-Speed-Suppe natürlich. Oder irgendwas anderes, muss ja nicht Suppe sein, aber... das wird das Ganze doch einfacher machen. Also das ist etwas, was ich nachher nachholen werde. Auch wenn ich nichts mehr finde. Das wird schon. Erstmal geht jetzt... Fish Oil ist gut. Fish Oil, ich will Fish Oil. Und wieso sinken Gegenstände eigentlich im Wasser schneller als in der Luft? In der Luft geht das alles so in Zeitlupe und hier schwimmen die mir einfach, also tauchen die mir weg. Das ist doch unfair. okay, interessantes Vieh. Ja, jetzt kann ich dem auch nicht mehr Schaden machen. Jetzt aber wieder. Der ist schon nicht gut im Zielen. Okay, mehr von Nautis. Natürlich nicht ganz so tolle Nautis wie mein Nauti, aber auch Nautis. Und okay, wer bist du? Ich weiß nicht, wer du bist, aber du siehst ganz schön kaputt aus. So, zerstören wir euch auch nochmal alle. Ja, gut. Ich werde erst nach links gehen. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich erst Open Waters jetzt fertig machen will, bevor ich in das nächste Kampf- oder Story-Gebiet, wie man es auch immer nennen will, gehe. Open Waters ist ja mehr so ein Zwischenverbindungsstück. Großes Teil, viel zu erkunden, wenig muss. Gut, hier ist auch nichts. Oder schlecht, je nachdem, wie man sieht. Und gut, dieses Gebiet. Ich gehe, denke ich mal, so einen Bogen. Ich komme mir gerade der Mausspeed so komisch schnell vor. Egal. Okay, viele Strömungen. Recht farbenfroh. Auch wenn nichts auf dem Bild los ist. Neblig müssen. Viele Strömungen. So. Viel von denen, viel von denen. Ja, jetzt bin ich hier. Ich meine, es war dämlich, einfach stehen zu bleiben. Erstmal besiegen. Ist da was drunter? Nein. Nehme ich mir mal das dazu. Dann nehme ich mir das dazu, auch wenn das hier nur wie eine Abkürzung aussah und... oder alternativer Weg. Autsch. Wow. Okay. Autsch, wow, wow. Man sieht sich gleich. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich mache mich gerade hier wieder von hinten auf den Weg. Na, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihn von hinten nämlich besser erledigen kann. Na, wo haust du denn hin? Haha. Ich falle dir in den Rücken. Okay, das Spicy Meat ist jetzt nichts Besonderes. Und ich meine, das... Wie schnell fällt das denn? Ach, ein Glück, dass hier so ein Teil ist. Und wow. Das sind einige von euch. Ich mache euch alle fertig. Gut, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wieso er das bewacht hat. Naja, vermutlich hätte er auf mich nach mir geschnappt, wenn ich da vorbeigegangen wäre und... ist schon besser so, dass er jetzt tot ist. Okay. Irgendwie finde ich gerade nicht so den schönen Punkt. So.
Ja, man kann ihn eigentlich nur von hinten treffen. Aber wenn er da rauskommt, erwische ich ihn trotzdem. Und jetzt komme ich... Wow, nice. Das sind zweimal plus zwei Healing-Pflanzen. Respekt. Okay, solche komischen Teile. Falsch, falsch, da will ich hin. Shit, shit. Okay, ich habe wieder mal eine Höhle gefunden. Und die sieht recht gefährlich aus, würde ich mal meinen. Ich habe irgendwie gerade Angst, weiterzugehen. Irgendwie um jede Ecke. Okay, da nur er sie angreift und nicht mein Haustier, wird es nicht ganz so feindlich sein. Wow, wow, wow. Ich muss hier runter. Ja, jetzt kann ich ihn nicht wieder so treffen. Der hat mir ein bisschen Heilung gebracht, was immer nett ist. Und was haben wir hier? Ein neues Rezept. Pierogi. Sieht aus wie Tortellini. Tortelloni? Nein, Ravioli? Ah, das wäre schon eher. Energy Shot plus 1 und Defense. Nicht schlecht. Wird vermutlich aus dieser Energy Shot super gemacht. Hench Roll, Any Oil, Any Egg. Okay. Interessant. Oder so. Mhm. Das Ding ist ganz schön lang und da hinten kommt noch ein Speicherpunkt, was ich interessant finde. Okay, hier komme ich nur so durch. Da unten ist eine Treasure. So ein ähnliches Teil habe ich ja schon. Ah, diesmal kommt der Kopf mit. Ja, auch gut. Und Hilfe ist das groß. Gucken wir doch mal an, was du uns dazu sagst. Ich meine, ja gut, passt. King Skull. How did he end up in such a terrible place, I wondered. Nein. Okay, jetzt mache ich wieder das. So, jetzt ganz schnell speichern. Dieser Ort macht mir Angst. Ich sag's einfach so. Okay, da scheint es zu einem anderen Ort zu gehen. Ich denke, das hier ist eher optional, würde ich gerade tippen. Ups. Komm, gehen wir dahinter. Oh. Wischt es mich hier? Nein. Komischen Fische. Da ich gerade Schaden genommen habe, speichere ich nochmal kurz, um mich zu heilen. Wie gesagt, ich rechne mit einem Bossfight. Ich weiß noch nicht, warum ich kämpfe. Aber, ja. So, da war auch nichts drin. So, nicht zu schnell, da kommt nämlich sicher gleich das nächste Vieh. Nein, erstmal geht's hier weiter. Hä? Okay, es ist kein Bossfight, sondern einfach nur ein Zwischenstück. Und eine Treasure habe ich bekommen, aber
What? Ich hatte jetzt etwas mehr erwartet. Ich meine, der König ist da gestorben. Irgendwas hat ihn da hingebracht und diese Piranha-Fasche zähle ich jetzt mal nicht. Okay, da habe ich jetzt... Gehe ich erstmal unten. Hi. So. Noch ein bisschen Fleisch. Okay, muss das Teil mich auch noch treffen. Boah. Mehr von den Viechern. Wieder ordentlich was los. Das ist ein blöder Ort zum Zurückverwandeln. Ist ja gerade richtig viel mich am Verfolgen. Ui. Ja, genau da will ich hoch. Okay, da gibt es nur Heilung, wie das aussieht. Ah ne, da geht's noch weiter hoch, oder? Jo. Ich also nehme ich die Heilung schon mal mit und... Ja, ist auf jeden Fall gut, dass ich erst die ganzen Formen... Okay, neues Rezept. Leadership. Was bringt mir Leadership? Wird dann mein Typen mal nicht nutzlos? Das wäre faszinierend. Pet Power Up. Cool. Ist eher, denke ich mal, die lustige Variante und nicht so die ganz... unglaublich spielentscheidend sinnvolle Variante, aber... Ja. Über ein neues Rezept sagt man doch nicht nein. Gut, jetzt erkunde ich aber das hier erst noch weiter. Boah. Die könnten ruhig mehr fallen lassen. Ist ja auch mit einer der Gründe, wieso ich sie töte. Damit ich irgendwas bekomme. Autsch. Das Vieh macht richtig viel Schaden, wenn man denn so blöd ist und reinfliegt. Hier ist dafür nicht viel los. Außer ein paar betrunkene Frösche. Okay, dann gehen wir jetzt. Es wird wieder neblig. Bisschen runter, dann gehen wir gleich wieder ein bisschen hoch und wow, alles voller Viecher. Die schießen. Nicht reinfliegen. Denn die machen da ziemlich viel Schaden. Gut, dann ist hier erstmal nix. Gehen wir hoch. Ja, und sag mal, bin ich euch so wieder los? Auch. Ach, so ein Vieh immer wieder. Kein Mitleid. Nicht im geringsten. Autsch. Wieso kann unter Wasser eigentlich auch alles schießen? Ich hatte mir immer vorgestellt, dass die mehr fressen als schießen. Ah, hier ist ja alles bewaffnet. Muss ein amerikanischer Ozean sein. Wow, wow, stopp, stopp, stopp. So, ich versuche jetzt möglichst zum Safe Point zu kommen. Ohne zu sterben. Ich hasse das, wenn ich sowas machen muss. Aber ich hab's geschafft. Hui. Da habe ich auf einmal viel Schaden bekommen. Der ist schon mal gut. Ja, den Boden will ich da trotzdem noch ein bisschen suchen. Das nach da oben. Zeit.
gefühlt, es war ja wieder eine Unterbrechung drin, schaffe ich es, den Rest dieses Levels zu erkunden, damit nächstes Mal dann direkt unten ansteht. Dort, wo es auf jeden Fall wieder was zu sehen gibt. Wobei, so das eine oder andere ist ja hier trotzdem passiert. Auch wenn es eigentlich erkunden ist, man findet ja immer was Neues und das ist ja das Schöne an diesem Spiel irgendwie. Ist immer was los, es ist immer dunkel. Mehr von solchen Viechern, die mich langsamer machen. Okay, da ist sonst nix. So, lass mich los. Gut, das war's hier auch alles. Man hört auf zu drehen und schon sind die wieder massenweise da. Ist ja schrecklich. Ich glaube, ich ziehe die ein bisschen an mit meinem Licht. Wie die Motten zum Licht. So. Da habe ich das eine Vieh gefressen. Jetzt kann ich mit denen schießen. Okay, hier am Boden nix, hier am Boden nix. Damit denke ich insgesamt am Boden nix. Bleibt noch eins zu tun, hier etwas nach oben gehen. Da nix, außer ein paar Schlangen. Bisschen Heilung, ach, das spare ich mir noch kurz auf. Ich gehe ein Stück nach oben, weil mir ein Stück da noch fehlte zum Erkunden. Ja, genau, das Teil, das packe ich einfach noch in diese Folge rein. Ach ja, irgendwann bin ich hier schon mal durchgeschwommen. Ich glaube, dann habe ich es mir wieder gespart. Weil ich gestorben bin? Stimmt, ich bin hier schon mal durchgegangen. Naja, ist es halt nicht ganz so neu erkunden. Trotzdem nochmal, what the fuck? So, machen wir erstmal hier Butterfalle für Fische. Ja, bei dem Teil weiß ich immer noch nicht, wie ich es besiege und zurückverwandeln. So. Ja gut. Ich brauche mehr Blätter. Blätter, wir brauchen Blätter, kann ich dich. So, kann ich das Teil auf jeden Fall entfernen. Besiegen wir dich mal, lässt du irgendwas Schönes fallen. Nö. Wop, da war die neue Videofile. Wenn dir nichts fallen lässt, lohnt es sich gar nicht, euch zu ernten. So, was haben wir hier? Ein Seepferdchen. Ja, scheint nichts da irgendwie zu machen zu sein, außer auf Seepferdchen zu steigen, aber das brauche ich gerade nicht. So, töten wir hier noch ein bisschen rum. Aber ich denke mal nicht, dass hier noch irgendwie was Größeres ist. Ich sehe zumindest keine verdächtigen Ecken mehr auf der Karte. Das heißt, es kann runtergehen. Machen wir es ein bisschen schneller. Bin ja fast voll. So, wir den ganzen Weg zurück. Hat sich gelohnt, wir haben ein Blatt gefunden. Ja, es hat sich so ungefähr gelohnt. Da hinten war doch nicht ein ganz großes Schneckenvieh. Ich glaube, das töte ich einfach mal. Ne, du bist nur der Hintergrund, glaube ich. Ja, vielleicht hast du dann nochmal Glück gehabt. Ich kann leider nicht in die dritte Dimension schießen. Ja, ich werde noch eben runterschwimmen. Und dort unten müsste hoffentlich sehr nah ein Speicherpunkt sein. Ich weiß, wenn ich von sowas ausgehe, ist es so gut wie nie da, aber... Aha. Ich schieße jetzt zurück mit diesen Teilen. Oh, Munition ist alle.
Ich muss mehr von den Viechern fressen. Ha, und diese ganzen Stopper, ich halte dich an, Teile. Futter ich einfach im Vorbeifahren. Fliegen. Schwimmen! Schwimmen! Verdammt nochmal, nicht fahren, nicht fliegen, schwimmen! Wieso fällt mir das so schwer? Ja, ich will gerade nicht mit euch spielen. Ihr lasst mir eh nichts fallen. Das ist unfair. So. Hier sollte es ziemlich dunkel sein. Wenn mich meine inzwischen schon ziemlich alte Erinnerung nicht trübt. The Abyss. Wir sehen eine ziemlich volle Karte. Ja, noch ist alles hell. Da wird's ganz schnell dunkel. Na, mach ich direkt das an. Na, so viel zum Thema schnell ist. Many deadly creatures lay waiting in the darkness of the abyss. It would take a great deal of courage to proceed without a source of light. Ja, das, den Spruch hatte sie halt gebracht, als sie das erste Mal hier war und. Kann man scheinbar nicht schaden. Puh, jetzt. Ich wollte doch eigentlich. Ich hatte eigentlich auf den Speicherpunkt direkt zu Anfang gehofft. Ist eigentlich jetzt zu lange, um irgendwie. Für diese Folge. Darum mache ich hier mittendrin Schluss. Abyss gibt's beim nächsten Mal. Ha. Der nächste Cliffhanger und so. Macht's gut.